Henne, den Fernseher bitte. Tanja, ich komm doch schon! Herzliches Glück auf, heißt der Bergstadt Freiberg. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Zur nächsten Sendung. Komisch, wenn wir mal anfangen wollen, grinsen wir uns erstmal an. Ja, so lieb, so lieb haben wir uns. Weil keiner ne, ja. beginnen will. Ne? Aber dass du immer. Du, wenn du willst, schon? Kannst du schon. Nee, ich will aber nicht. Ah, ja, da, aber, warum immer ich? Und dann scheißt so, du mich immer an, dass ich zu lange quatsche. Ja, ja. Gut. Ja, das ist jetzt schon, Leute. Heute sind wir auf Prass. Wie sagt man das sächsisch? Was machst denn du jetzt? Mein Set zerstört. Ich wollte das mal berühren. Zerstört, mein Set. Ich wollte das berühren. Jetzt krieg ich auch einen Druck. Du kennst es aus der Vergangenheit. Ja, ja, jetzt krieg ich auch einen Druck. Ich wollte das mal berühren, das ist schön. Oh, es zippelt. Hm. Heute ist der 1. April. Wirklich? Hm. Da könnte man normalerweise verkünden, als April-Scherz, wir listen die Firma B-Orb aus. Das wäre aber schlecht. Das wäre sehr schlecht für die Fischgemeinde. Wir verkaufen es recht gut und es wird von den Leuten sehr gerne angenommen. Ja. Gerade für die, sag ich mal, nicht so sehr viel Zeit haben, sich um sowas zu kümmern. Sehr pflegeleicht, steht bei uns schon sehr lange im Laden. Wie gesagt, wird sehr gut angenommen. Und wenn man ordentlich damit umgeht, völlig problemlos. Du musst dich den Händen natürlich gleich mal hier brachial was vorwerfen. Wie, wie sagt man Hund zum Fraß vorwerfen? Oder na, was? Ich muss mich um die, oder ich möchte mich, sorry, um die Facebook-Aktivitäten kümmern. Oh, ja. Na, und da wollten wir ja vor 4 bis 8 Wochen, hatte ich so einen schönen Beitrag vorbereitet über die Firma Biorb, Designerbecken. Und habe mir eigentlich in dem Post gar nicht viel dabei gedacht, habe gesagt, Mensch, liebe Mutti, lieber Vati, diese schöne, designte Geschichte mit Hochglanzweiß und dem schönen Biofiltersystem passt gut in deine, zu deiner IKEA-Wohnlandschaft und so weiter. Und da musste ich doch tatsächlich nach gefühlten 30 Minuten den Beitrag löschen wieder. Weil ich dort schon von Rüben und Nüben Beiträge gekriegt habe, die ich gar nicht gewohnt bin. Oder die wir im Tropikus gar nicht gewohnt sind, weil wir dachten, ja, ihr vertraut uns. Mhm. Das heißt also, was wir im Tropikus listen und verkaufen, na, Leute, dahinter stehen wir auch zu 150%. Ja. Ist das, na, wenn man mal ein bisschen in der Ursuppe mal anfangen will. Hab das Ding trotzdem gelöscht, weil ihr wisst ja mittlerweile, wie sich so eine Diskussion auf Facebook auch hochschaukeln kann. Mhm. Und natürlich da jeder, vorsichtig gesagt, auch heutzutage über Facebook, frei und unabhängig seine Kommentare posten kann, die manchmal ein bisschen grenzwertig sind, habe ich beschlossen, den Beitrag rauszunehmen. Und diesem Thema Biorb Designer Aquarium, wo wir schon mal 2 Teile gemacht haben, eine Sondersendung, oder Sondersendung klingt, also Sondersendung, okay, von mir aus eine Sondersendung zu machen, um einfach zu dem Thema mal Stellung zu nehmen und mal ein bisschen aufzuräumen mit solchen Vorurteilen. Und wir können nur hoffen, dass es viele gucken, dass sich viele unsere Sendung heute anschauen, weil es wirklich ein ernsthaftes Thema ist, was uns auch sehr, sehr verärgert hat. Weil unser Credo oder unsere Philosophie im Tropikus ist, nur die Produkte zu verkaufen, die funktionieren, hinter denen wir stehen. Genau, weil wir sind vom Hobby zum Beruf gekommen. Wir sind immer noch Hobbyisten, auch nach 12, 13 Jahren, na, das vergessen viele. Sicherlich verdienen wir mit dem Tropikus Geld im Verkaufen, undicht, aber es liegt uns viel Wahrheit und Ehrlichkeit am Herzen. Das soweit zur Einleitung, ne, in Kürze. Und heute wollen wir euch also zeigen nochmal, warum Biorb, die Firma, die also viele Modelle im Programm hat, funktioniert für Fische, für Lebewesen, für lebende Tiere, völlig unbedenklich ist. Dass es nur einzig allein um die Hülle des Aquariums geht. Ja. Wenn ich heute mit ein bisschen Adrenalin habe, höre, liegt es daran, weil es mich einfach aufregt, wie Leute eine Firma aburteilen, ne, und sich darüber negativ äußern, die eigentlich keinen Plan haben. Ne? Wenn es anders ist, dann bitteschön, aber man kann nicht pauschal sagen, die Firma ist scheiße, hier darfst du keinen Fisch drin schwimmen lassen und so weiter. Als Einstieg für heute, wir hoffen, wir schaffen es mit der Zeit, haben wir euch mal ein Biorb 30 Liter Aquarium, das Biorb Life 30 hingestellt. Kennen viele von euch. Und ein 10 Liter Nano Cube, von der Firma Dennerle, die gibt es also auch von Fluval, von Eheim in sämtlichen Größen. Alleine der optische Direktvergleich zeigt euch auch mal,
was es heißt, wo ein Fisch drinnen schwimmen kann oder in der Garnele drinnen krabbeln darf. Na? Also mit 10 Liter gibt sich die Firma Biob nicht ab. Die machen zwar eine kleine Kugel für Kinder, wo wir aber nur einen Kampffisch verkaufen. Oder vielleicht mal 2-3 Bärblinge. Ja, oder ein was sehr, sehr klein ist. Ja. Das mal als direkter Größenvergleich, um euch mal einfach zu zeigen, wie kleine Becken es gibt und wo Biob ansetzt von der Größe her. Das kann man also wegstellen. Ja. Wir haben in 2 Sendungen ausführlich die Sache schon mal von der Einrichterei, von der Filterei, alles schon mal behandelt. Eigentlich ganz einfach. Es gibt weiter nichts dazu zu sagen, außer dass das Design des Aquariums ein völlig anderes ist, wie das normale Standard-Aquarium. Und das verwirrt viele. Ob das nur Plexiglas ist oder Glas. Genau. Das Filtersystem, wenn es biologisch funktioniert, dem Fisch das völlig egal ist. Richtig, danke. Sehr schöner Satz. 30 Liter Wasservolumen, das ist das, was exakt das Maß der Dinge hier ist. Und ein Filter, und jetzt hört genau zu, das könnt ihr euch aufschreiben, wenn ihr wollt, oder mich anrufen oder sonst was sagen. Ein Filter der herkömmlichen Filtersystemen, die wir kennen, also sprich von mir aus auch den Dennerle Innenfilter, der hier drin ist in einem Complete, ist also ein kleiner Eckfilter drin ist. Oder in jedem Set von Eheim, von hast du nie gesehen, von jeder Firma drin ist, dieses Filtersystem ist diesen Filtern in allen Sets haushoch überlegen. Haushoch überlegen. Punkt 1, das heißt, der Fisch, dem geht es hier 10-mal besser in diesem Aquarium, von der biologischen Betrachtungsweise her gesehen, als in einem vergleichbaren Set mit dem kleinen, zusammengepressten Eckfilter, der das 10. Mal nur mechanisch filtert, wo, wenn du die Patrone auswechselst, die ganzen Bakterien mit verschwinden. Ja, also müsst ihr euch mal wirklich auch damit befassen. Und wir wollen ja eure Leute wieder heute gewinnen, begeistern für diese Firma. Ja? So. Wir haben uns also vor 1,5-2 Jahren ganz genau überlegt, ob wir Biob listen, und wir sind nach dem Test dieser Produkte 100%ig zu dem Schritt gekommen, richtige Entscheidung. Ja? Und 100% unserer Kunden, die sind mega zufrieden, sowas gekauft haben, sind damit top zufrieden, ja, und haben nichts zu meckern. Genau. Wo sich viele Aquarianer und Facebooker dran stoßen oder User dran stoßen, ist natürlich das Designkonzept dieser Firma, die sagen, okay Leute, mit diesem Rahmen aus Acryl und aus Hochglanzoptik wollen wir versuchen, das Layout künstlich zu halten. Sprich, wie aus den anderen Sendungen, künstliche Pflanzen reinzusetzen, künstliche Deko reinzusetzen. Das ist aber wieder eine Gewissensentscheidung. Hat aber nichts mit Biob zu tun. Warum hat es nichts mit Biob zu tun? Weil man dieses Becken auch natürlich einrichten kann. Sicherlich von der Auswahl her begrenzt, aber es ist machbar. Also für die Freaks, die sagen, wir sind absolute Biotop-Fetischisten, wir wollen unser Sechschlitterset als Amazonasbachlauf mit Seemantelbaumblättern und Murkien, und das ist scheiße, das künstliche China-Zeug. Völlig okay. Wir zeigen euch heute, wie es auch anders funktionieren kann, um euch einfach Vorurteile, ne, gegenüber der Filterung jetzt zu nehmen. Genau, und der Einrichtung. Ja, mal ganz davon abgesehen, dass hier die Beleuchtungseinheit nur eine Tageslicht-LED ist. Genau, die im photospektralen Bereich natürlich für die meisten Pflanzen nicht optimal ist. Genau, das Becken eigentlich dafür konzipiert ist, auf künstliche Basis das zu halten. Deshalb auch eine ganz einfache Tageslicht-LED, ne, mit der natürlich bestimmte Pflanzen nicht zurechtkommen, denn das auf Deutsch nie reicht. Aber es ist ja so konzipiert, dass du nur ein geringes Maß an Aufwand hast. Deshalb künstlich, Fischbesatz, Menge etc. Ne, das haben wir ja alles schon einmal besprochen. Aber ausschlaggebend ist ja die Filterung für die Fische. Und die ist eben hier top. Ist mit so einem ganz kleinen Innenfilter, wie sie jetzt in den meisten ganz kleinen Tubes oder so verbaut werden, nicht so schön. Ne? Man muss sich dann, sage ich mal, Bestandteile suchen. Viele Kunden von uns haben es auch schon gemacht. Mhm. Im Verkaufsgespräch natürlich sagen wir, es ist für künstliche Basis angelegt. Spielt aber mit dem Fisch. Nee. Ja. Und es gibt im natürlichen Milieu, wenn ich fortsetzen darf, entsprechende Pflanzen. Die haben wir vorbereitet. Einmal das Java-Form, was wir heute verwenden. Hier mal eine schöne Zuchtvariante mit einer schmalblättrigen Form. Und unsere alles geliebten Sperrblätter, sprich Anubien. Und um eine dritte Pflanze vielleicht rauszugeben, wo eine Option ist, das Hornkraut.
Ne? Was ich relativ fix tue. Wir können aufgrund der Filterung dieses Vulkanits bzw. dieses grobkörnigen Materials natürlich keine Stängelpflanzen und so weiter, wie der Ronny schon gesagt hat, einpflanzen grundsätzlich, Echinoduren. Ne? Da sind wir natürlich beschränkt. Aber um die restlichen 1% zu befriedigen, die wir naturell einrichten wollen, gibt es die Alternative und soll auch die Aquarianer beruhigen. Das zu machen. Genau. Wir richten jetzt so ein Becken, scapen das mal kurz zusammen oder richten es ein. Von Scaping wollen wir heute nicht sprechen, weil wir haben jetzt die Einrichtung eigentlich nicht geplant in dem Sinne. Noch nie. Und wir sagen einfach nochmal, dass diese Kügelchen, die ihr hier seht, ja, das ist ein eingefrorenes Becken. Es kommt schon, ihr seht, es qualmt. Es qualmt. Ja, dieses Aquarium ist eingefroren aus dem Tropikus. Und hier hat sich in dieser Kugelschicht schon ein wunderschönes Milieu gebildet. Wunderschön. 5 Euro. Da ist der Klatsche da. Komm her. 5 Euro. Ich wollte es nicht sagen. Jetzt war es wieder so weit. Scheiße. Na, und das andere, um es dann jetzt mal ins Wort zu fallen, wäre nur die absorptive und die feinmechanische Filterung, welche in der Patrone basiert. Genau. Biologisch ist das alles unten geregelt. Ich zeig's euch schon mal. Ne? Schwamm, mechanisch, riesige Oberfläche unten biologisch, rausdrehen, einsetzen. Besser geht es nicht. Und in dieser Patrone, wenn man den Wechselrhythmus einhält, ist Aktivkohle und Zeolite unten drinne, die dir zusätzliche biologische Belastung entfernen. Deshalb Wechselrhythmus einhalten. Und wenn man es eigentlich richtig macht, kann gar nichts passieren. Genau. No? Wir machen jetzt Folgendes, um euch gleich mal, wir wollen das angenehm mit dem Nützlichen verbinden. Ronny hält euch mal eine Mangrove, die hatte so ein tolles Loch, die habt ihr vorhin in der Anlage gesehen. Dort können wir euch natürlich gleich mal Tipps und Tricks zeigen, wie man am schnellsten eine Anubia befestigt. No? Weil wir müssen natürlich mit der Zeit Gas geben. Wir wissen jetzt auch noch nie, wie es am Ende aussieht. Also der Anspruch ist natürlich heute eigentlich schwerpunktmäßig zu zeigen, wie es funktioniert auch so. Warte mal, Schere, ich glaube, wir brauchen nochmal größer. Ihr nehmt dazu einfach handelsübliche Kabelbinder aus dem Baumarkt in der Größe, wie ihr sie braucht. Und ein Falllaubgitter, Schutzgitter aus dem Baumarkt. Ist allerdings 2 Meter hoch. Schere, dann schneidet ihr euch das kleine, super. 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 Der Abrutschdorf nochmal. Jawohl. Das willst du eigentlich gar nicht machen noch. Okay. Ich mach das. Ja, mach dann im zweiten Gang. Hab ich schon mal vorbereitet. Für unten, genau so ist es. Für unten rum. Für unten rum. Geil. Okay, einmal Leute. Für unten rum und einmal für oben rum. Jetzt ganz schneller Wechsel. Wo ist mein Kabelbinder? Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Da ist die Anubia. Und die wird jetzt im Prinzip. Wenn wir die Wurzel so stellen. Würde ich sagen, hier durchs Löschel. Ja. Hätte ich jetzt gesagt, dann würde ich sagen, nehmt ihr den Kabelbinder, arretiert die an der Stelle, wo halt viel Lala da ist noch. Lala, 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 lala. Ist ein Bariton, bist du. Ich bin eher der Tenor. Ein Bariton. Henne, dreh die mal bitte. Gut. Kabelbinder arretieren. Halten wir bitte in die Kamera. Ne? Schön gut festbinden, nicht zu stark. Noch fest kommt ab. Schnippel wegmachen. Und schön haben wir einen Freiwurzler in sehr schöner Optik an der normalen Mangrove arretiert. Würden wir jetzt mal kommentarlos hier einsetzen? Hinein. Ich hoffe auch, es passt. Ja. Na? Und sagen einfach mal so, okay, wir drehen die jetzt mal in die Richtung, wo wir sagen, Henne, was sagst denn du? Ja, man muss das klebrig sehen. Also bitte, ich würde mal sagen, die andere Seite. So, ja. Oh, die hängt von daher her, seht ihr schon. Oh, das sieht gut aus. Da haben wir schon mal eine Ecke weg. Guckst du mal von vorne, was denkst du, noch ein bisschen drehen? Du bist doch der Chefdesigner. Lassen. Lassen? Leise lassen. Wenn der sagt, lassen, geht's los. Leise lassen. Und wir haben noch eine zweite. Kleine. Eine kleine Mangrove mit einer sehr schönen Form, wo wir natürlich auch noch das Farn mit anbinden möchten mit dem Kabelbinder. Gleiche Variante, Kabelbinder. Vorher den Kabelbinder schön durchfädeln durch den Farn. So. Ein bisschen leckern. Oh, da ist noch ein bisschen Bodengrund dran von vorhin. So, setzen wir den so schön ran. Ne? Dann kann man den da noch ein bisschen arretieren. Ja, das wird gut. Gut. Festmachen, so wird sie fest. Nach fest kommt ab. Mhm. Schnippel wegschneiden. Bitte nicht mitschneiden. Nee, warte. Oh, das ist eine super Schere. Büroschere. Meine Güte, wenn Profis arbeiten. Das sind alte DDR-Werkzeuge eben. Ne? Wir haben nämlich diese riesen Kästen für 560 Euro, die man aufmacht. Hm. Wie sagst du immer mit diesem, ne? Ja, ja, wie sagst du? Die auf HSA oder QVC. QVC. Also wir arbeiten noch. Schnippi-Schnappi. Guckst du mal?
vielleicht mal vorn so ein bisschen oben drauf platzieren, ein bisschen, hä? So. Ja, ranlegen. Ranlegen. Weil wir haben natürlich jetzt, ja. Was denkst du, so, ne? Ranlegen. Rest machen wir dann gut. Mit Moosball. Aber weiße Steine haben wir keine mehr da. Kannst du mal noch ein Netz holen mit weißen Steinen, Ronny, bitte. Das habe ich vergessen. Genau, in der Zeit lieber super. Das Set sorgt uns gerade Zeit, um unser Problem. Laber. Gut, Leute, ihr seht schon. Versuchen eine Kombination oder Kombi. Also richtig gefällt es mir nicht. Aber die Geschmäcker sind eben unterschiedlich. Mal sehen, ob man die vielleicht. Vielleicht sogar so schräg ranziehen, das sieht vielleicht noch besser aus. Zu klein? Nein, ich habe die schräg gelegt, die war mir zu. Wie soll das? Spartanisch. Sind die dir recht? So gefällt mir das schon oder besser. Oder eher nicht. Die sind gut. Aufmachen. So, Lieben. Jetzt würden wir mal versuchen, eine Anu-Platte zu platzieren im vorderen Bodengrundbereich. Da haben wir im Prinzip auch dann die Filterpatrone verdeckt. So, hier drauf haben wir uns gedacht, legen wir dann Steine, um zu beschweren. Ja, das könnt ihr natürlich dann dekorieren, wie ihr wollt, mit schwarzen Steinen, mit weißen Steinen, ein bisschen beschweren. So. Wie gesagt, wir haben jetzt nicht die riesen Zeit, hier ein Superscape zu machen, aber wir wollen euch nur mal zeigen, wie es funktionieren könnte. Genau. Ja, warte mal. Danke, Ronny. Die machen wir mal. Also, der klassische Moosball. Natürlich haben wir schon die 1, 2, 3, die vierte Pflanzenart oder Sorte, die funktionieren würde. Ganz normale Algenbälle. Kennt ihr aus jeder Handlung eigentlich vorrätig in verschiedenen Größen. Ganz langsam wachsende grüne Kugel, die dekorativ, seht ihr schon hier, überall mit integriert werden könnte. So in den Seitenbereichen oder ein bisschen nach vorne. So. So. Hurra. Und natürlich unsere alles geliebten Seemandelbaumblätter. Machen wir heute mal schön rein, um einfach mal zu zeigen, wie wir die Sache natürlich gestalten können. Einfach mal mit richtig massiv mal Laub rein. Wir übertreiben es jetzt einfach mal und hauen mal richtig rein. Du übertreibst wieder maßlos, Sanja. Ja, das ist. Ach, der Sanja. Ach, du wieder Mensch. Den Namen will der gar keiner hören. Das ist schlimm. Ich kann auch nichts dafür. Sanja. Das waren deine Eltern. Ja, meine Ellie. Haben wir noch ein Tüchlein? Irgendwas Neogotisches ist das. Wahrscheinlich in irgendwelchen. So, Henne. Sachen streh jetzt ab. Wasser ist drinne, einwandfrei. Bist du mal so lieb und würdest mal einen Schlauch abnehmen? Ne? Dankeschön. Seite räumen. So, liebe Aquarianer, um euch zu zeigen, wie putzmunter die Fischlein in dem Aquarium schwimmen, setzen wir noch ein paar Barben jetzt ein, um einfach ein bisschen was Quirliges nochmal einzusetzen, um den Gesamteffekt mal für euch abzurunden optisch. Ronny, würde ich mal bitten, wenn du so lieb wärst, die Barben. Wir haben also mal ein paar Prachtbarben rot genommen, ein bisschen was Robustes, schreiben schon mal ein bisschen auf, was auch Quirliges und sich gleich integriert, wie gesagt. Dieses Becken, ganz wichtig, ist eingefroren gewesen bezüglich des Wassers. Hälfte Wasser eingefroren, Hälfte Frischwasser, also wie ein größerer Wasserwechsel gewesen. Biologisch völlig aktiv. Wir haben es bloß neu gestaltet, um euch zu zeigen, wie sieht ein Aquarium vom Biob mit einer naturnahen Bepflanzung aus oder Dekoration. Richtig? Richtig. Beleuchten. 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 Lassen wir sie mal ein bisschen rumgondeln. Vielleicht tun sie uns einen Gefallen, schwimmen ein bisschen. Inzwischen räumen wir ein bisschen auf. Also, ihr Lieben, nicht vergessen, was wir gesagt haben heute. Zum Aufbinden eine Variante, Kabelbinder und Falllaubgitter aus dem Baumarkt. Ganz klasse Variante. So, das räumen wir weg. Henne, geht's dir gut? Alles gut. Was sagst du? So optimal sieht's nicht aus, aber geht schon, ne? Ich finde. Wie gesagt, vorne die weißen Steine müssten dann nochmal ein Stück weg. Das kann natürlich jetzt in der Schnelle. Von der Optik jeder der Optik selber entscheiden. So, jetzt stellen wir euch nochmal ganz provokativ. Na, wir wollen heute mal. Wollen wir provozieren? Wollen wir eigentlich nicht. Ne? Nee, wollen das wir haben wir nicht mehr nötig. Nee, macht keiner. Stellen wir einfach mal diesen zum Vergleich den Nano-Cube-Würfel daneben mit 10 Liter. Könnte man genau in 30 Liter daneben stellen. Genau. Nur mal für den Effekt. Also am Ende ausschlaggebend ist egal, ob Glasbecken. Plaste, Plexiglas, ja immer, so wie es hier gerade beim Bier ist. Völlig egal. Ausschlaggebend ist die Filterung für den Fisch, ja. Das Wasservolumen und mehr nicht. Egal, was es ist. Und diese Fischlein tun uns sogar den Gefallen, Henne, guck mal.
Schwimmen, Pudelwolle im Becken rum. Schöner Vorführeffekt, war jetzt wirklich nicht geplant. Ich habe gesagt, nimm einfach den Prachtbarben, weil der Prachtbarbe hat ja Temperament, kennt ihr ja, die Prachtbarbe rot. Und sieht eigentlich jetzt in dem Becken auch sehr schön als Kontrast aus. So könnte eigentlich ein Becken von Biorop auch natürlich eingerichtet aussehen. Und als Fazit, was bleibt uns zu sagen heute? Um es nochmal zusammenzufassen, Leute, vergesst die bösen Sätze zu dem Thema Biorop, vergesst auch mal die künstliche Gestaltungsvariante und seht einfach mal nur die Hülle als solches und diesen hocheffizienten Bodengrund-Biofilter, der allen anderen, ich wiederhole mich jetzt nochmal in der Sendung, allen anderen Filtersystemen, die wir kennen im Innenfilterbereich, haushoch überlegen ist. Ne? Und damit diesen Prachtbarben voll zugutekommt, in vollem Umfang. Dieser Fisch profitiert also jetzt schon von diesem klasse Biofilter. Übrigens mal nebenbei gesagt, das wäre ein Besatz, der auch völlig ausreichend ist. 30 Liter, 5 bis 8 Fische. Man könnte jetzt noch einen kleinen Welsi mit reinmachen oder ein paar Algen frisst. Genau. Und die Prachtbarbe, ganz wichtig zu wissen, hält ja auch mal 23 Grad, also 22 Grad. Und was mir gerade zur Temperatur einfällt, ihr habt im Zubehör von Biorop selbstverständlich auch einen Heizstab. Einen Heizstab enthalten, den ihr euch optional einen sehr schön geformten Heizstab bestellen könnt, wo ihr auch das Becken entsprechend auf 24, 26 Grad für rote Neons und so weiter hochheizen könnt. Natürlich muss man sich dann über die Bepflanzung, über die Nährstoffe, über eine Düngung, genau, natürlich dann Gedanken machen, was man sonst nicht braucht. Also andere Parameter, aber die laufen völlig außerhalb vom Fisch. Ja? Genau. Okay, wir hoffen, ihr nehmt es uns nicht übel, dass wir heute mal ein bisschen Dampf abgelassen haben. Na, es muss auch mal sein, manche Sachen müssen einfach raus bei mal uns, bei mir noch mehr, noch müssen gesorgt werden. Der Henne schluckt es immer eher ein bisschen weg und drückt es weg und frisst es in sich rein, bei mir geht das leider nicht. Und ich war ja mit Facebook mit den ganzen Kommentaren auch direkt konfrontiert und habe mich aber dort nicht geäußert, weil ich sag mal ganz einfach, wo kein Wissen dann da ist, ne? Kann auch keins herkommen und es tut uns bloß sehr, sehr weh, wenn jemand eben die Prozesse einfach nicht verinnerlichen will, ne? Weil er Klischees hat, Vorurteile hat gegen die Firma. Also bitte hakt Biorop ab, wenn ihr Fragen habt, ne? Kommt in den Markt. Es funktioniert auf alle Fälle. Es funktioniert fantastisch, besser als jedes andere kleine Set. Ja. Wollen wir? Wäre eigentlich alles gesorgt. Wäre alles gesorgt. Becken funktioniert, Becken steht, Becken ist gescaped. Wir hoffen, wir treffen uns im nächsten Monat wieder am 1. Mai. 1. Mai? Das ist ja nicht für den 1. April. Also heute kein April-Scherz. Bio bleibt natürlich. Bio bleibt, um den Faden zu schließen, im Tropicus gelistet. Ja. Wir haben eine riesen Ausstellung. Wir haben alle Modelle laufen, alle Modelle eingerichtet. Und wir werden dieses Becken, so wie es jetzt eingerichtet ist, auch in unserer Ausstellung mit hinstellen, um den Kunden nochmal zu zeigen, hör zu, du kannst auch wie natürlich entwickelt, genau, entwickelt einrichten. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Nochmal lächeln, wir können auch lachen. Na, die Boshaftige. Recht vielen Dank. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüssi. Tschüssi, macht's gut. Ciao.